Hi, herzlich willkommen wieder bei Tactical Gunnybeard. Heute haben wir hier die Mossberg 590 ATI Tactical oder im europäischen Raum bekannt als Mossberg 500 ATI Scorpion. Die Mossberg 590 ist eine Repetierflinte in 12,76. Wir haben hier 5 plus 1 Schuss. Das ganze Ding kriegt ihr hier wirklich so von Mossberg mit den ganzen Anbauteilen bis auf dieses Vortex-Visier. Das hier das Vortex Razor Spark 2. Das ist hier nicht mit inbegriffen, aber ihr habt diese ganzen Aufsätze mit den Picatinny-Schienen drauf. Hier vorne sind zwei, hier hinten ist nochmal eine und ihr habt sogar nochmal hier an der Seite, ich drehe es mal rum, den Halter für nochmal 3 Schrotpatronen. Das ist nämlich das ATI Halo Hitzeschild und auch der ATI Halter, auch Halo genannt, mit diesen ganzen schönen Cutouts. Na, das Hitzeschild sorgt dafür, halt eben, dass genug Platz zwischen dem Lauf ist, auch wenn man halt mal umdrehen muss zum Nachladen, dass man sich nicht gleich die Finger verbrennt. Dann habt ihr eine ausfahrbare Schulterstütze und einen Pistolengriff hier. Die Sicherung hier oben drauf, wie bei Mossberg, auf dem Rücken. Ja, falls ihr euch entscheidet, da kein Visier drauf zu machen, habt ihr vorne halt nur ein Korn drauf. Da muss man sich vielleicht hinten nochmal was drauf bauen, ne? Ghost Ring oder sonst irgendwas. Aber an sich habe ich gelesen, dass diese Shotgun eigentlich nur für den amerikanischen Markt hergestellt wurde, was mich halt ein bisschen auch verwirrt hat, was den Namen angeht. Die ist in 2 verschiedenen Namen aufgeführt, aber optisch genau identisch. Also wird wahrscheinlich einfach nur einen Markthintergrund haben, dass die eine einen anderen Namen hat für den europäischen Raum und die andere in den USA 590 Tactical heißt, anstatt 500 ATI Scorpion. Ja, wie diese Waffe performt auf der Range, zeigen wir euch gleich. Wir haben die schon jetzt in letzter Zeit immer öfters geschossen, auch gerade letztes Jahr. Da zeigen wir euch nochmal die ganzen Videos dazu, wie das Ding hier läuft. An sich super schön zu schießen. Auf dieser Fläche hatten wir hier eine schöne so ein Grip zum Fassen. Das ist schon mal wirklich schön zu greifen. Auch hier ein bisschen leicht gummierter Handrücken. Fühlt sich also wirklich gut an. Damit rutscht man auch nicht. Ja, ist wirklich schön. Also, ihr schaut es euch gleich mal an, wie das Ding performt. Wunderschöne Shotgun. Mossberg allgemein sind tolle Shotguns, die man sich holen kann. In Deutschland auch zugelassen. Und wenn euch das Video gefallen hat, nicht vergessen, lasst ein Like da, abonniert. Und vergesst nicht, auf Instagram und Parler bin ich mittlerweile auch. Bis zum nächsten Mal bei Tactical Gunnybeard. Gunny out. Die habe ich am Mittwoch das erste Mal geschossen. Die habe ich ganz neu. Ja. Letzte Woche Samstag ist sie gekommen. Ich wollte sagen, weil die Meister schon geht auf schlecht. Oh, neu. Sie hat mir gerade schon 2 Nudeln verpennt. Die sind auch nicht so. Ich glaube, ich lag dran, dass ich es nachher.